Hallihallo, meine lieben Freunde. Heute, 2. Mai, Bombenwetter. Nee, es regnet wie verrückt. Wir hatten heute große Dinge vor, aber wir haben uns dann doch für ein einfaches Gericht entschieden. Ja, was machen wir? Wir machen einfach Budengeschnetzeltes mit Champignons. Ja, keine Ahnung, war wann im Monat Mai. Heute ist schon der 2. Ja. Gestern war es nur so halbwegs ordentlich, ja. Aber heute, das gießt seit irgendwann in der Nacht um 3, keine Ahnung, war. Und ja, da musst du dich unter das Dach flüchten. Und dann machen wir halt so ein bisschen was Schnelles heute. Ja, so ein bisschen Budenschnetzeltes mit Champignons und noch ein paar Spätzle dazu. Ein bisschen was vor der Hüfte noch, so ein bisschen Schmand und Schlagsahne dran, war. Ach, ich zeige euch einfach, was wir alles brauchen. Ja, wir brauchen natürlich ja, der Bude, Budenbruststückchen hier, 1 Kilo, ihr habt es gesehen, Discounter-Qualität. Dann haben wir hier 800 Gramm Champignons, einmal Schmand, Schlagsahne. Fond haben wir hier von Gemüsefond, genau, 4 Milliliter, 2 Zwiebeln, 2 Knoblauch, Öl zum Anbraten. Dann haben wir noch einen Teelöffel Salz, Teelöffel Pfeffer und 2 Teelöffel Paprika, edelsüß. Ja, und dann noch die Spätzle halt, wa? Boah, das ist gar nicht so viel, wa? Ja, zuerst machen wir die Schnippelarbeiten, ja. Also erstmal das Budenstück so in mundgerechte Stückchen schneiden, ja. Und dann noch die Pilze klein schneiden, die Zwiebel und Knoblauch, ja. Ich fange einfach mal an. Wenn dann der lästige Schnippelkram geschafft ist, ja, dann können wir endlich loslegen und alles anbrutzeln. Ihr seht, nicht mal 10 Grad, wa? Die Vögel zwitschern zwar wie verrückt, aber es regnet. Ja, vielleicht braucht es die Natur, wa? Aber wir brauchen einfach nur ein bisschen Sonne. Da tropft schon eine Weile drauf, ja, und es ist schon richtig schön heiß. Nochmal frisch gereinigt vorhin, noch ein bisschen Öl jetzt rein. Da fangen wir mit dem Fleisch an, ja? Also alles drin hier und schön anbraten. So, die Farbe darf ich gerne haben, ja? Dann nehmen wir das mal raus. Ja. Ja, dann machen wir da ein bisschen was dran von dem guten Öl, unsere Zwiebel. Ja, dann nur ein bisschen glasig sind und dann vielleicht die ganzen Champignons hinterher. Und jetzt probieren wir das mal ein bisschen anzubrutzeln. Das ist eine ganze Menge. Ihr seht, aus den vielen Pilzen sind ganz wenige geworden, ja. Aber die verbreiten schon einen angenehmen Duft. Und jetzt kommen unsere Budenstückchen dazu. Und dann vermischen wir das schön. Und dann haben wir hier unsere Würze. Die müssen ein bisschen aufbrennen. Ja. Der wird noch was schmecken. Ne? Jetzt sieht es auch schon ein bisschen wie lecker aus. Ne? Und, na, warte. Mal abschmecken. Ne? Oh ja.
Schmeckt schon gut, wa? Noch einen Moment brutzeln lassen und dann wird es abgelöscht. Schlagsahne hinterher. Ja. Und dann für die Cremigkeit Schmand. Da geht natürlich nicht raus. Da haben wir dann ein Löffel. Ja. Das rühren wir jetzt einfach mal durch hier. Ja. Und lassen das nochmal aufkochen, ja. So 5 Minuten köcheln. Und dann wird es schon fertig sein. Oh yeah. Wir können noch ein bisschen Speisestärke dran machen, wer will, ne? Ich warte mal kurz ab. Ja, es blubbert so schön vor sich hin, wa? Aber die Konsistenz fällt mir noch nicht. Und da habe ich mir entschlossen, machen wir doch ein bisschen Speisestärke dran, ja? Also nur nach und nach. Ja, also immer separat einrühren, ja, in Wasser. Und niemals direkt das Pulver da dran, ja? Und dann gibt doch mal so bitte dran, ja? Ja. Und dann verrühren. Ja. Den Effekt müsst ihr halt kurz abwarten, aber jetzt kommt gerade Flamme hoch selber. Es flammt gerade wie verrückt. Ich denke mal noch einen Schluck von dem guten Gebräu hier. Ja, ist Magic. Schön mit aufkochen lassen. Jawohl. So muss das sein. Jetzt ist es fertig und wir können es vom Feuer nehmen. Also wir müssen es vom Feuer nehmen. Nur nicht zu wenig, ne? Oh ja. Jetzt ist es soweit, jetzt können wir endlich essen, ja. Ihr habt gesehen, es gibt noch Gurkensalat dazu, ja. Was natürlich hervorragend, aber jetzt geht es zum Gericht, ja. Mit Spätzle, wie versprochen. Und das Fleisch ist natürlich schön zart, ja. Nicht zu trocken. Ich habe es nicht zu lange brutzeln lassen. Einfach nicht schlecht. Ja. Heute mal nicht so scharf, ja. Auf Befehl der guten Frau. Ein tolles Gericht, ne? Mit Spätzle. Ja, ist egal, wie das Wetter ist, wa? So, futterst du halt. Die Soße hat eine gute Konsistenz jetzt, ne? Hat sich doch gelohnt, da noch ein bisschen Speisestärke dran zu machen. Wenn es zu wenig Flüssigkeit ist, da kann auch noch Gemüsebrühe mehr dran machen oder Wasser, ja, muss ich da ein bisschen mehr würzen, logisch. Aber wir wollen nicht so viel Soße haben, wir wollen mehr Fleisch und so, ne? Das war doch mal eine geile Idee, wa? Und noch ein bisschen Gurkensalat. Das ist nur klassisch gemacht, wa? Pfeffer, Salz, Zwiebel, bisschen Essig, reicht. Mehr muss da nicht dran, ja. Keine Milch oder so, wie manche machen. Braucht keinen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ja. Und hat euch ein bisschen zum Nachkochen animiert, ne? Ja, was soll ich jetzt weiter sagen? Wenn es euch gefallen hat, ne? Daumen hoch und ein Abo, so, wäre auch nicht schlecht, ja. Und meine Seite besuchen, ne? Bei Facebook. Die Grillmaster, ja. Da haben wir schon ein paar, ja, so über 800 Mitglieder, ne? Und da können wir uns dann rege austauschen über das, was wir da fabriziert haben, ja. Und da könnt ihr auch ja, neue Tricks und Lifehacks zeigen, keine Ahnung, ja. Oder einfach nur eure Bilder vom letzten Mal grillen, ja. Alles, könnt ihr alles zeigen, ja. Alles super. Wen es interessiert, ja, kann sich's angucken. Da müssen wir keine blöden Kommentare schreiben.
Ja, wenn es eben nicht gefällt, scrollt mal weiter, alles gut. Ein bisschen an die Gruppenregeln halten, wa? Die kann man ja schön nachlesen. Ansonsten ist da alles gut, wa? Ja, 2. Mai. Wir waren dabei beim Grillen, wa? Ja, nachher muss ich noch ein bisschen die Welt retten. Ihr wisst ja, die Leute wollen was futtern. Und ich fahre das ja auch aus. Und ihr denkt dran, ich bin die Nummer 34. Bis dann, das war's für heute. Euer Micha. Bye, bye.